Servus und herzlich willkommen zum neuen Video. Und zwar, ihr habt am Thumbnail schon erkannt, wir haben ja beim letzten Mal hier an dem X3 ein paar Mängel gefunden, beziehungsweise gesucht und gefunden. Wir haben zum einen die defekte Dichtung vom Turbolader zum Ansaugschlauch. Und dann haben wir noch festgestellt, dass der Ladeluftkühler unten da kaputt ist, da läuft das Öl aus. Und was ich noch tauschen möchte, ist die Gummidichtungen von dem Ladedruckschlauch nach oben. Also sprich die O-Ringe von dem Ladedruckschlauch möchte ich noch austauschen, genau. Ich würde sagen, ich schaue euch das Intro an und dann legen wir los. Ich zeige euch erstmal die Teile, die wir austauschen möchten. Also ich habe die Ersatzteile, sind alle original von BMW. Natürlich müsste ich jetzt umdrehen, weil da mein Name drauf steht. Genau, das sind die Dichtringe für den Ladedruckschlauch. Das ist der untere, das ist der obere und das ist der Turbo, der Ansaugschlauchdichtung, die hier unten kaputt war. Die Teile hier bei BMW, könnt ihr mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt, was es kostet. Ich blende die am Ende des Videos ein. Auf jeden Fall sind die nicht billig. Hier haben wir einen mittelmäßig teuren Ladeluftkühler. Ist jetzt nicht der teuerste, aber auch nicht der billigste. Ich habe jetzt hier für den Ladeluftkühler 120 Euro bezahlt. Ist, sag ich mal, im Mittelfeld. Die gibt es natürlich hoch bis 400, 500 Euro. Muss meiner Meinung nach aber nicht sein. Ihr solltet jetzt aber auch keinen kaufen für 30 oder 40 Euro. Das sind dann meistens schlecht verarbeitet oder passen halt schlecht rein. Und genau, den werden wir einbauen mit den neuen Dichtungen. Und dann haben wir eigentlich das Ladedrucksystem wieder mal überholt. Weil wir haben ja ein Problem gehabt, das haben wir im ersten Video gesehen, dass wir keinen Ladedruck aufbauen können. Das Auto hat keine Leistung und ich erhoffe mir, oder beziehungsweise wir haben ja mit dem Rauch abgedrückt, ich denke mal, dass es daran liegt, dass natürlich der Ladeluftkühler unten Luft verliert und oben an der Dichtung vom Turbolader. Gut, ich würde sagen, wir fangen unten gleich an. Das Auto ist jetzt noch hochgehoben, wir haben das jetzt nicht von der Bühne genommen seit dem letzten Mal und ich werde jetzt erstmal den Ladeluftkühler ausbauen. Der ist hier relativ easy ein- und auszubauen, das werdet ihr gleich sehen und ich würde sagen, wir gehen mal unter das Auto. Gut, unter dem Auto angekommen, wir waren dann hier oben. Wir haben jetzt hier rechts, wenn man hier reinschaut, ist ja hier so eine Spange. Die Spange, die ziehen wir uns nach unten, natürlich ist das super einfach. Nicht, weil die klemmt ganz schön, aber die muss halt erstmal runter, damit wir hier den Ladedruckschlauch abkriegen. So, jetzt sieht man das schon, der geht hier runter und hier sieht man auch schon, dass da ordentlich Öl dran hängt. Ne, da sieht man das, da kommt auch schon Öl runtergelaufen, da aus dem Schlauch. Und es hängt damit zusammen, dass halt der Ladeluftkühler kaputt ist. Ich meine, es sammelt sich ja immer Öl, das ist ja klar. Ne? Öl kommt immer ein bisschen durch und es sammelt sich dann über den Laufe der Zeit in dem Ladeluftkühler unten. Auch wenn es kaputt ist, dann tropft es halt auch ab. Ne, man sieht es hier, ist ein bisschen was am Boden, aber das wischen wir uns gleich auf. Kein Problem. Auf jeden Fall ist der erstmal ab. Muss ich gerade mal gucken, ob auf dem neuen... Ah, das ist gut, auf dem neuen sind neue Spangen dabei, das ist sehr schön. Ne? Also sprich, die sind schon mit drauf hier, die Halteklammern. Brauche ich jetzt nicht übernehmen. Ich werde aber die Originalen trotzdem mal aufheben, weil meistens ist es so, dass wenn man die nachgekauften Dinger nimmt, dass sie nicht so gut passen. Gut, das ist erstmal ab. Was ich jetzt gleich in dem Zuge machen werde, da werde ich mir jetzt mal ein kleines Werkzeug holen. Gutes Werkzeug, selbst gemacht. Das ist eigentlich so ein Dorn, den haben wir vorne ein bisschen eingeknickt. Dann kann ich nämlich jetzt hier schön rein. Dann kann ich hier die Dichtung rausziehen. Na komm. Ich hoffe, ihr habt schon die Kommentare geschrieben, was ihr denkt, was die Dichtringe kosten. Und raus damit. Na, das ist der untere. Der ist sehr dünn. Der obere werdet ihr sehen, der ist ungefähr dreimal so dick und auch ein bisschen größer vom Umfang her. An sich elastisch ist er noch. Fühlt sich noch gut an. Wäre wahrscheinlich auch nicht kaputt, aber wir tauschen ihn trotzdem mal mit aus. Wenn wir eh schon drüber sind, machen wir es gleich neu. Ein bisschen das Öl abputzen. Das Schöne ist eigentlich, man hat hier nicht so viel Aufwand jetzt, was den Aus- und Einbau angeht. Von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass wir das hier heute gut hinkriegen. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich genau das gleiche Spiel. Da haben wir auch den Ansaugschlauch. Den machen wir uns auch hier ab. Die hängen natürlich ein bisschen drin, die Biester. Aber normalerweise... Oh. Na komm, bist du eh schon draußen. Na gut, der ist auch raus. Und jetzt ist eigentlich der Ladeluftkühler schon lose. Der ist hier mit zwei Torx 20, sage ich jetzt mal, befestigt. Schauen wir mal. Und dann müsste der normalerweise schon nach unten rauskommen, weil der ist nicht so kompliziert befestigt. Torx 20 oder 25? Schauen wir mal. Was habe ich jetzt hier? 20. Das ist zu klein, wir brauchen 25. So, nehmen wir unser Torx 25. Hier das schöne Pichlerwerkzeug wieder, da ist ja alles drin. Einmal 25, andere Seite. Muss ich gerade mal gucken, weil wir müssen es ja lösen.
Das ist ab. Gut, einmal neu gesteckt. Jetzt komme ich hier nämlich schön hin. Torx 25. Einmal lösen. So, das sind hier die Schrauben. Torx 25. Genau, zwei Stück. Und dann müsste man normalerweise dem Gerät nach unten rausziehen können. Schauen wir mal, ob das stimmt. Bin da noch nicht so zuversichtlich. Oh, die ist noch ein bisschen fester. So. Also wenn das jetzt so rauskommt, dann ist schon krass. Hier ist noch so ein Plastikdeckel. Achso, den muss man noch abziehen, okay. Der ist aber nur geklipst, glaube ich. Da muss ich jetzt mal gucken. Wie gesagt, ich habe das hier auch noch nicht gemacht. Aber das sieht ziemlich simpel aus, wenn man es weiß. Ich denke, dass der Plastikdeckel noch drunter gehört, als Extrahalter. So, da hat man hinten solche Halteklammern. Die drückt man hier rein. Dann kann man das nach unten ziehen. Hier ist eine, hier ist die zweite. Und dann haben wir noch irgendwo eine dritte. Boah. Puh. Da ist auch das ganze Öl, das sieht man jetzt alles feucht, ne, hier. Da hat sich das ganze Öl schon vom Ladeluftkühler drauf gesammelt, aber ist original. So, und jetzt? Ah, okay. Geht ja wirklich so einfach, hätte ich nicht gedacht. Boah. Bisschen um die Ecke. Krass, da liegen voll die Taschentücher und alles drauf, aber egal. Mal gucken. So, das irgendwie so da rausbringt. Ja, normalerweise schon. Bisschen gefummelt, aber das kommt schon. Ist doch gar nicht so schwer gewesen. Also ich hätte jetzt echt gedacht, das wäre ein bisschen komplizierter, die ganze Geschichte. Aufpassen, hier unten ist noch der Motorkühler, dass er da nichts kaputt macht. Da muss man ein bisschen durch. Ist alles nur Plastik. So, puh. Da sieht man das jetzt auch schön, ne? Hier ist alles ölig in der Ecke. Und da unten, und hier haben wir es ja schon gesehen, ne, hier ist er kaputt, hier kommt das ganze Öl raus, da bläst es auch raus. Ja, ist halt noch ein Originalteil, das sieht man hier, ne, BMW Originalteil von 2007, also sprich, da hat er auch schon fast 20 Jahre drauf, wenn man es mal so sieht. Ne. Also einmal, hier sieht man den ganzen Dreck, was da rauskommt, das ist alles zwischen Ladeluftkühler und Motorkühler. Und das Zeug, das verhindert natürlich, beziehungsweise dämmt die Leistung von der Motorkühlung, ist ja klar, ne? Weil der ganze Dreck, der da drin ist, ich nehme mal einen kleinen Besen her und tue das mal gerade ein bisschen abputzen. Kann ich mir das jetzt hier alles schön runterputzen. Aber der Kühler an sich schaut echt noch top aus. Da ist auch nichts undicht, das sieht man. Da ist alles trocken. Der Motorkühler ist noch top. Gut, dann, guckt euch das mal an. Was da alles liegt, ist ja krass. Das war alles jetzt zwischen den, also außer das Papier, das große, aber das war alles zwischen Ladeluftkühler und Motorkühler. Krass. Gut, dann können wir gleich hergehen. Ich werde jetzt erstmal die neue Dichtung da unten aufbringen, bevor ich den Kühler wieder reinmache, genau. Weil jetzt habe ich noch den Platz. Also ich muss da drüben das abputzen. Dann nehmen wir einmal die Dichtung her, die neue. Also ich kann euch das jetzt verraten in der Zwischenzeit. Also eine Dichtung bei BMW, also diese hier, die hat 25 Euro gekostet. Das ist die untere. Und die obere, die untere hat 25. Die obere, das sieht man hier, die ist ein bisschen dicker. Das ist die grüne. Die hat 38 gekostet. Dann könnt ihr euch vorstellen, was das drum gekostet hat. Das hat fast 60 gekostet. Nur mal so für euch, also sprich nur drei Dichtungen sind wir schon knapp über 100, also ja, mehr wie 100 Euro für drei Gummidichtungen. Da soll mal einer sagen, alter Schwede, spinnst du? So, gut, jetzt kann ich euch das nochmal kurz zeigen. So, dann haben wir jetzt hier unseren neuen Ladeluftkühler. Beim Einbau müsst ihr darauf achten, hier oben sind solche zwei Näschen drauf, die sind vorne am Motorkühler sozusagen. Die müsst ihr dann da ja, reinfriemeln. So, was ich mache, bevor ich den einbaue, ich bringe mir jetzt hier die Shelly auf Servicestellung. Ne, die hat hier so einen kleinen Haken drin, damit die da einrastet. So, jetzt ist die eingerastet. Jetzt kann ich das sozusagen einbauen, dann brauche ich es nur noch draufdrücken und dann arretiert es. Das geht hier drüben genauso, aber in die andere Richtung. So, ja, dann ist das fest. Und dann kann ich das jetzt so erstmal einbauen. Oh, so, das muss da wieder rein. Natürlich alles ein bisschen mit Arbeit verbunden. Die Plastikkleber da unten, die könnt ihr ruhig ein bisschen biegen, da passiert nichts. Ihr müsst nur gucken, dass der Ladedruck, wieder gut reingeht. Aua, mein Finger. So, einmal. Man könnte jetzt natürlich auch die Stoßstange abbauen und pipapo. Aber ihr wisst ja, das machen wir nicht, solche Sachen. Plastik ist dehnbar. Jetzt habe ich natürlich die Spange reingedrückt, rausgezogen. Jetzt hängt das genau da, bei der Spange. Oh, nee, ist nicht dein Ernst. Dann geht doch wenigstens wieder rein. Wie gesagt, diese Plastiklippe, die kann man hier ein bisschen bewegen, das ist kein Problem. Dann ist der Ladeluftkühler auch schon wieder drinne. Einmal, zweimal. Jetzt schraube ich mir den wieder von unten fest mit den zwei tollen Schrauben. Torx 25, einmal. Jetzt mal kurz ansetzen. Dann die andere noch. Ja,
Wie gesagt, eigentlich ist da nichts Wildes dabei, ne? Das sieht man ja. Man kriegt das relativ gut wieder eingebaut. Klar, ist alles ein bisschen eng, aber Festschrauben. Aber ist ja krass, ne? Wird nur von zwei Schrauben gehalten, das Ding. Aber gut, wo soll's denn hin, ne? Außerdem wiegt es ja halt gar nichts. Das Teil. Gut, das ist wieder in Position. Jetzt kann ich mir hier beim Einbau leider die Spange wieder runtergegangen. Aber ist nicht so schlimm. Kann ich wieder aufmachen. Einmal. Okay, es hat geklickt. Und was mir jetzt schon auffällt, der Schlauch, der hat ja vorher richtig gewackelt. Das hat man ja von oben gesehen. Jetzt ist der Schlauch richtig fest auf dem Anschluss. Also sprich, der wackelt nicht mehr. Da kann jetzt schon mal keine Luft mehr raus. Und das sollte jetzt drüben dann auch der Fall sein. Mal schauen, dass wir den noch da reinkriegen. Also es ist eng, ja. Aber man kriegt es schon hin. Man muss nur den richtigen Winkel finden. Und wenn man einmal drin ist, dann geht's schon. Ah, jetzt hat's geklickt. Jetzt hat's geklickt. So, hier ist auch alles fest. Die Handschuhe sind natürlich jetzt, naja, zweitrangig. Genau, also Ladeluftkühler ist eingebaut. Die Ladeschläuche sind auch drauf. Jetzt haben wir hier noch unser super tolles Plastikteil, das bestimmt einen riesengroßen Sinn macht. Muss ich auch noch einbauen. So, das war jetzt hier. Einmal. Zweimal. Und dann vorne noch einrasten. Ach nee, warte mal, ich muss erst vorne einrasten. Aha. So, dann machen wir das Plastik hier rein. Da gibt es unten extra solche Nasen im Kühler. Muss man da einhaken und dann hinten hochdrücken. Einmal, zweimal, dreimal. Gut, das ist auch drin. Das heißt, sind wir eigentlich unten soweit fertig. Jetzt gehen wir nach oben und verbauen die Dichtung oben noch und bauen alles zusammen. Und dann schauen wir mal, ob er nachher noch Ladedruck hat oder wieder Ladedruck. So, wir sind wieder oben. Wunderschön. Wenn ich das sehe, kriege ich es kotzen. Nee, Quatsch. Genau. So, unten sind wir jetzt soweit fertig. Was wir ja noch haben, ist hier oben der Schlauch. Den müssen wir auch noch austauschen, die Dichtung. Weil hier sieht man das auch, ne? Wie locker das alles ist. Und unten ist jetzt richtig bombenfest. Das gefällt mir. Das gefällt mir. So, einmal ab. Dann haben wir hier drinnen. Oh. Na, komm raus. Hier drin ist jetzt der grüne Dichtring. Mal chirurgisch entfernen. Das ist der gute hier. Das ist der große Dichtring, ne, der grüne. Den tauschen wir natürlich auch gegen einen neuen und originalen. Und tut mir den Gefallen, wenn ihr Dichtungen kauft, kauft sie bitte original. Weil diese Nachbaudinger, erstens sind sie meistens so ungenau von der Passform. Und zweitens halten die, keine Ahnung, 2-3 Monate. Und dann sind die wieder durch. Also kauft lieber einmal vernünftig. Klar, das ist teurer, aber es hält auch dementsprechend länger. Ist bei VW genau das Gleiche. Die Dichtringe bei VW kaufen, habt ihr nie Sorgen. So, einmal den da wieder rein. Müsst ihr gucken, dass er richtig landet. Ich muss selber mal gucken jetzt. Okay, einmal. Und guckt, dass er richtig drin liegt, ne? Also, dass auch wirklich die beiden Dichtlippen hier nach außen und nicht, dass ihr den irgendwie ein bisschen verdreht oder so. Was wir jetzt noch machen wollen, wir nehmen uns ein bisschen Silikonspray. Natürlich eine Gummidichtung nicht trocken aufschieben, weil sonst reißt die ein. Das haben wir unten an dem anderen gesehen. Bisschen Silikon drauf, das schadet nicht. Ja, bisschen schmieren, innen auch. Und dann geht die auch ganz leicht drauf. Einmal. Zack. Zack. Jetzt ist es wieder richtig stabil hier. Sehr schön. Gut, Ladedruckschlauch erledigt. Was ich jetzt machen muss, ist natürlich jetzt hier die Luftversorgung wieder anzubauen. Also sprich den großen Dichtring. Den kann ich euch jetzt gleich auch nochmal zeigen. Erstmal den Luftfilter hier rein. So, jetzt sehen wir, hier ist der große Dichtring. Ne, der hat hier drei Lamellen und den müssen wir da einbauen. Der dichtet sozusagen dreimal ab und hat hier außen den großen Dichtring noch. Den ja auch mit Silikon einsprühen. Nicht sparsam sein. Der kommt jetzt... Achso, Moment, den muss ich hier noch sauber machen, weil der ist noch voller Öl. Der kommt jetzt hier drauf, ne? Boah, ist das eine Pampe. Und irgendjemand hat hier mal das Ding drauf gesteckt und dabei ist dann der alte eingerissen. Den blende ich euch jetzt gerade nochmal ein. Den sauber machen. Natürlich Silikon. Und am besten Fall nimmt man den her, drückt den erst auf, so, und steckt ihn dann unten drauf. Und nicht erst unten und dann oben das Rohr drauf schieben, weil dann kann es, wie gesagt, natürlich sein, dass es einreißt. Hier noch ein bisschen buttern. Wie gesagt, das passiert auch nichts. So, jetzt muss ich da ein bisschen freemeln, denn ich muss ja da unten wieder auf den Turbolader drauf kommen. Wenn ich mal erstmal hier den Schlauch ein bisschen weg, damit ich da Platz habe. Nach unten in die Katakombs. Sieht man jetzt natürlich schlecht. Ich brauche selber mal ein Licht. Da kannst du nicht hinfilmen. Kann ich nicht? Nee. Das ist hinten dran. Ich sehe ja selbst kaum was. Und dann müsst ihr jetzt schauen, dass er da unten raufkommt. Klar, ist eine blöde Ecke. Wahrscheinlich ist auch deswegen das Ding abgerissen. Aber normalerweise kann man sich hier oben nach dem Ding richten hier. Nach dem Ansaugschlauch. Da hinzufilmen ist halt echt unmöglich, weil
Die Stelle da unten, die ist echt mies. Bin froh, wenn ich selber was sehe, einigermaßen. So, jetzt ist drauf. Und jetzt kann ich den hier oben noch reinmachen. Seht ihr? Und dann passt es genau rein. Perfekt. Aber, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass oben ein bisschen schwierig geht. Dann nehme ich noch ein bisschen Silikon her, damit er hier oben ein bisschen schöner reinrutscht. Nicht, dass wir da das gleiche Problem kriegen wie unten. Jawohl. Sehr schön. Gut, das ist eigentlich schon das ganze Hexenwerk. Ich baue das jetzt hier fertig wieder zusammen. Ihr habt ja gesehen, wie es ausgebaut wird im ersten Teil. Und wenn es zusammengebaut ist, machen wir die Probefahrt. So, wir sitzen im Auto. Wer hätte das gedacht? Also alles ist zusammengebaut. Unten auch die Platten wieder rangebaut. Die ist ja wichtig bei BMW. Da ist so eine Aluplatte mit dran. Die muss eingebaut sein. Jetzt bin ich gespannt, ob wir Power haben. So, also. Motorfehler haben wir aktuell drin. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir vorhin die Luftmassenmesse ab hatten. Aber jetzt schauen wir mal. Jetzt fahren wir erstmal. Und gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen Leistung rauskriegen aus dem Biest. Oh, ich höre den Turbolader. Den habe ich vorher nicht gehört. Man hört auf jeden Fall den Turbolader arbeiten. Das ist schon mal gut. Oh, so ungewohntes Auto. Aber ich glaube, wir haben Glück. Ja. Ja, wir haben wieder Power. Man hört auch richtig den Turbo wieder, dieses, ne, dieses Tür. Und wenn er loslässt, dieses schöne. Also, soll ich es erklären, Alter? Aber ne, man hört schon. Also, das ist auf jeden Fall. Jetzt haben wir natürlich 30er-Zone, kann ich jetzt nicht testen. Aber wir haben noch einen Motorfehler drin. Ich denke, es liegt daran, dass der Georg mal beim laufenden Motor den Luftmassenmesser abgesteckt hat. Aber ja, es ist kein Problem, das kann ich nachher rauslöschen. Also, Motorfehler kann ich löschen. Das ist kein Thema. Aber wie gesagt. Aber haben wir jetzt. Moment, jetzt kann ich gleich mal testen. Gott sei Dank. Ja, dann war auf jeden Fall die Dichtung und halt, ne, wie gesagt, und der Ladeluftkühler-Defekt auf jeden Fall. Schauen wir mal. Ja, jetzt. Jetzt drückt der Diesel. Jetzt können wir auch mal gucken. Jetzt werde ich mal kurz auf die Landstraße fahren. Weil die höchste der Gefühle war, hat er gesagt, so 100 bis 110 km/h hat er geschafft. Mehr ging nicht mehr, hat er gesagt. Also mehr war da nicht mehr drin, aber man merkt schon, also der Turbo zieht jetzt wieder richtig, das ist gut. So, jetzt können wir mal wieder Gas geben. Ist ja Wahnsinn, wie der drückt. Ja, wie gesagt, merkt man schon, der kommt locker auf die 100. Jetzt habe ich natürlich hier einen super tollen Toyota vor mir mit 20 PS. Sollen wir kurz warten. Aber jetzt kann ich ihn richtig boosten. Achtung. Boah, Leute, da geht ja locker über 120 hier, das ist doch easy. Wir sind übrigens auf der Autobahn, ne? Nur zur Information. Nicht, dass ihr denkt, ich fahre auf der Landstraße so schnell oder so. Also 130 schafft er locker und er schafft auch mehr. Und das war jetzt erst der fünfte Gang, also sprich, das Fahrzeug ist wieder repariert. Gut, dann haben wir das eigentlich schon abgeschlossen, die Reparatur. Also wie gesagt, Fehler haben wir auf jeden Fall gefunden. Ich würde jetzt behaupten, der größte Fehler hier war natürlich die Dichtung unten am Turbo. Das hat man ja gesehen, da hat es ja am meisten rausgequalmt. Und natürlich der Ladeluftkühler, weil wenn da mal Luft verloren geht, dann kann er keinen Druck mehr aufbauen, ist ja klar. Und dann kriegt man auch keine Leistung raus. Also, Leistung haben wir wieder. Den Motorfehler, den werde ich jetzt in der Werkstatt noch rauslöschen. Ist wie gesagt bestimmt nur vom Abstecken vom Kabel, weil wir haben ja sonst nichts gemacht an dem Motor. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ihr selber mal so Probleme habt oder so, könnt ihr gerne mal eure Erfahrungen teilen, was ihr so für Fehler gefunden habt. Ich würde sagen, lasst ein Abo da, ein Like und schreibt in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video, da ist der Georg dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, Servus. Kolbenfresser TV, wir leben den Rausch von PS und den Moment sind wir ganz berauscht mit Öl und Benzin in unseren Venen. Fahren wir durch die Straßen, das liegt in unseren Genen. Durch Kurven und Geraden, immer am Limit. Das ist unser Leben, wir fahren niemals Schritt. Die Kamera rollt, die Motoren wachen, Kolbenfresser TV. Wir lassen uns nicht bremsen. Kolbenfresser TV, wir leben den Rausch von PS und Drehmoment. Sind wir ganz berauscht mit Öl und Benzin in unseren Venen. Fahren wir durch die Straßen, das liegt in unseren Genen.